Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Hero 2 hier bei Heisenberg Zock. So schön Lastwagen. Normalerweise fangen wir ja jeweils an mit Zügen, aber das ist ein bisschen schwierig, wenn wir noch keine haben. Und dazu möchte ich jetzt übergehen. Es wurde auch geschrieben, eben die Idee hier mit, war das hier? Nein, das war nicht hier. Jetzt muss ich schnell gucken, wo das war. Wo wir eben diese erste Zuglinie machen wollten. Ich soll das doch einfach mal testen. Das Problem ist ein bisschen hier testen. Das kann teuer werden. Im Sinne dessen, dass es dann das erste und letzte Mal ist, wo wir testen. Hier war es doch. Moment. Ja, genau. Hier mit dem Öl und da Rohöl und bla bla. Eben. Testen ist halt je nachdem teuer und ich möchte jetzt nicht den Spielstand ruinieren. Ich weiß nicht. Ich finde das schon wieder ein bisschen cheatig. Wenn wir jetzt hier was testen und wenn es in die Hose geht, fangen wir neu an. Ich weiß auch nicht, das ist eigentlich nicht der Sinn der Übung. Deswegen möchte ich das Piano machen. Wir werden aber heute wirklich die Eisenbahnlinie machen, weil die kann eigentlich nur funktionieren. Von daher wäre es eigentlich doof, wenn wir es eben nicht machen. Nur, jetzt würde ich vorschlagen, wir gehen erstmal nach hier hinten, denn es gab noch weitere Kommentare, sehr schöne, nämlich dahin gehen, guck mal hier. Ja. Das ist natürlich wieder Potenzial. Was hier rumliegt, das werden wir verbinden. Und da gab es auch ein paar Geschichten mit Wald. Wobei, selbst hier oben, da können wir natürlich auch noch viel machen, weil das sind alles Öllinien. Und Öllinien, ja, das wissen wir, die funktionieren. Also, machen wir zwei von denen, würde ich vorschlagen. Und danach gehen wir dazu über. Cargo, gehen wir dazu über, dass wir tatsächlich zum Thema Zug kommen. Und zwar relativ zügig. Man erlaube mir dieses Wortspiel. So, wir müssen hier hin. Ja, da wird wieder gegraben, dann wird es gleich wieder teurer. Ja, oder sag mal, warum ist das so? Oh, nee, das ist zu groß, das Teil. Ah, das werde ich da hinten nochmal kurz kappen. Moment, kann ich das oder kostet das? Also ich kann es natürlich, aber... Nee, da kriegen wir wieder 100.000 zurück. Okay, da haben wir aber Glück gehabt. Das ist, sagen wir mal so, in der Realität ist das leichter anders. Wenn man da wieder was abreißen muss, das weiß jeder. Das kostet dann haben. So, jetzt 10 Meter. Das ist halt standardmäßig, wenn man das Spiel neu startet, wieder auf 30. Warum, weiß ich auch nicht. Es ist halt einfach so. So, neue Linie. Da machen wir jetzt natürlich nicht allzu lang rum, das ist klar. Das sind wirklich einfach Sachen, die uns Geld generieren sollen und auch werden. Also, das wäre dann Rohöl. Öl. Ja, LKW. So, machen wir das so. Haben wir in der Nähe ein Depot. Hier zum Beispiel in Neufalkenrede. Oder hier oben irgendwo. Ne, wir sind hier in der Gegend. Ja, hier sind wir noch nicht allzu groß unterwegs gewesen. Eine ÖBB, ach wie schön. Ja, oder hier der RAB.de. Können wir auch nehmen, wenn wir dann mal hier irgendwie so bei einer Zahl sind, die das erlaubt. Jetzt, wenn wir hier ein Depot machen, dann würde ich schon vorschlagen, machen wir das auch wieder in der Stadt hier. Wie gesagt, die Idee ist ganz einfach, dass wir dann eben, wenn wir hier mal Busse brauchen, dass wir dann das Depot schon haben. Also, du kommst mal hier hin, dann fahren sie da im Prinzip diesen Weg umsonst, beziehungsweise den fahren sie halt einmal. Das ist, glaube ich, zu verkraften. Cargo. Oh, neue Fahrzeuge. Was kostet die? 300.000, Kapazität 13. 27 bei 80 km/h. Der kostet aber auch gleich eine halbe Million. Ja, ich würde sagen, das ist etwas für die Zukunft. Das würde ich jetzt nicht gleich hier machen. Wenn wir später Öllinien haben, die komplett überlastet sind, dann können wir die diese LKWs hier ausmustern und die dazu nehmen. Das ist natürlich dann eine Idee. Aber ich würde jetzt nicht zu Beginn gleich hier mit diesen Fetten arbeiten. 60 ist okay, dann haben wir hier aber irgendwie doch jene, die genau die eine höhere Kapazität haben. Die Studebaker. Wie sieht es bei denen aus? Da geht die Kapazität wieder runter. Nehmen wir die hier. Und davon nehmen wir mal zu Beginn 5 Stück. Zuweisen. Zack. Okay, die müssen jetzt natürlich erst hier lang. Und hier vorne, ja, da sollte das Ganze dann anlaufen. Da müssen wir jetzt gar nicht mehr machen. Ich würde auch nicht mitfahren, das ist nicht so interessant. Aber hier oben... Guck mal, Rohöl, Rohöl, Rohöl. Hier haben wir nochmal Rohöl. Da. Hier oben haben wir allen Ernstes auch nochmal Rohöl. Und das muss hier hin. Was ist am einfachsten? Ja, ist ganz klar. Dieses Teil hier, da müssen wir auch nichts machen mit Straßen. Dann würde ich die mal noch nicht verbinden. Das können wir später machen, vielleicht mit Zügen oder so. Aber dann gibt es hier genau die gleiche Geschichte nochmal. Nein, nicht ein Depot. Jetzt stellen wir erstmal nochmal so ein Teil hin. Wegen dem Depot gucken wir gleich. So, einmal so. Und einmal hier hinten. Das reicht vielleicht sogar, wenn wir dich hier hinstellen. Ich guck mal. Tatsächlich. Okay, machen wir dich aber sogar hier unten hin. Oh, das ist aber dann relativ knapp. Hier einen Millimeter weiter unten, dann hängt es nicht mehr an der Angel. Naja gut, aber hier hängt es noch. Dann passt's. Neue Linie. Zack, zack. Okay.
Ich würde sagen, da könnte man eigentlich sogar das andere einfach kopieren. Das ist ja im Prinzip das gleiche und machen hier... Nö, da haben wir... Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, da machen wir eine römisch 1 dahinter. Ich würde sogar vorschlagen, wir machen eine römisch 2 dahinter. So, okay. Weil sonst haben wir dann viele römisch 1 und das ist nicht die Idee. Depot. Ja, ich würde sagen, das ist die gleiche Geschichte. Wir haben hier ein Städtchen, das heißt, das Depot gibt es hier oben. Ich weiß, die Depots, die kosten auch alle Geld, aber ohne geht's nun mal nicht. Also wenn wir kein Depot haben, dann werden wir hier keine Fahrzeuge kaufen. Und die Fahrzeuge irgendwo in einem Depot kaufen, wo war das Depot? Also in einem bereits bestehenden Depot kaufen, das dann ewig weit weg ist, macht ja auch keinen Sinn. Dann fahren sie erstmal 3 Tage hier hin und das kostet uns dann wieder entsprechend Geld. Das muss ja auch nicht sein. So, zuweisen. Das wäre die hier gewesen. Sehr gut, dann haben wir das auch angeleiert. Wie gesagt, Holzgeschichten haben wir noch. Da gab es eben auch einen Kommentar. Hier oben zum Beispiel, von hier nach hier. Das würde natürlich auch funktionieren. Ich würde jetzt aber sagen, im Groben haben wir es mal angeleiert. Dass jetzt hier die Zahl kleiner ist wie vorher, ist logisch. Wir haben gerade 10 LKWs gekauft. Wir haben hier LKW-Ports hingestellt. Wir haben Depot hingestellt. Das kostet alles Geld. Der Punkt ist, das sollte relativ schnell in die Gänge kommen. Mal hier mal schauen. Ja, man sieht, das arbeitet schon hier. Jetzt müsste ich hier halt wieder den einen oder anderen drehen. Das kann ich aber nicht, weil die sind im Moment noch auf dem Weg vom Depot zur Linie. Da drehen sie nicht. Wir warten mal. Es gab noch eine Frage, ob denn die LKWs nicht automatisch vom Spiel ein bisschen sortiert werden. Eigentlich nicht, soviel ich weiß. Sondern es ist einfach so, wenn die halt hier halten, beladen, wegfahren, dann kann der nächste erst rein, wenn der weg ist. Das heißt, die verteilen sich dann ein bisschen, nachdem sie hier waren. Aber ansonsten verteilen sich die halt leider nicht. Naja, wir lassen sie mal dackeln. Naja, man sieht schon hier ordentlich, was hier läuft. Jetzt wäre es noch interessant, wo das andere Ding mit Öl war, hier unten. Da müssten wir hier schauen. Ui, okay, ja gut. Schlagen wir gleich wieder zu. Fahrzeug verwalten. Machen wir nochmal 3 dazu, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Aber ich habe natürlich lieber den Effekt, dass hier ein bisschen Zeug rumliegt, was noch nicht wegkommt, als dass die leer fahren. Das ist nicht die Idee. Wir schauen mal schnell hier. Beim Ertrag. Rohöl, Öl, das sind die beiden, die wir neu gemacht haben. Und hier haben wir Kohle. Das läuft nicht so rund. Da gehen wir mal schnell gucken und danach kümmern wir uns tatsächlich um die erste Zuglinie, würde ich vorschlagen. Ja, ist natürlich jetzt hier auch ein bisschen semi-ideal, was die machen. Da bräuchten sie eine Abkürzung. Die dackeln hier durch die Stadt durch. Liegt es daran oder liegt es daran, dass wir hier nichts rauskriegen? Also hier dran hängen, tun wir. Kriegen die von sonst noch irgendwo? Oh ja, die kriegen von hier unten. Und da haben wir die Überlastung. Okay, wisst ihr was? Dann machen wir Folgendes. Das hier werden wir stilllegen. Wir machen das so. Fahrzeuge verwalten. Alle von der Linie. Und die kommen neu auf die andere Linie. Weil dort haben wir ja eh eine Überlastung. Das wäre die hier. Zack, sehr gut. Dann könnte man das Teil hier eigentlich abreißen. Kostet? Nee, das kostet ja nichts. Das gibt uns eigentlich Geld zurück. Dann fahrt mal raus. Dankeschön. Zack. Okay, müsste eigentlich Geld gegeben haben, aber jetzt funktioniert natürlich die Linie nicht mehr. Die brauchen wir nochmal schnell. Welche war es denn gleich nochmal? Nein. Die war's. Glaube ich. Jawohl. Nauort Nord, die kommt ganz weg. Zack. Jetzt aber die Frage, ob das dann für die kurze Strecke nicht doch zu viele Fahrzeuge sind. Das werden wir sehen. Okay, gut, dann hätten wir das. Dann suchen wir nochmal die Stelle, wo wir mit der Eisenbahn beginnen. Wir haben 4 Millionen, wir können Bankkredite aufnehmen, das werden wir müssen. Das ist ganz logisch, weil jetzt kommen die ganzen Bahnhöfe. Ich bin halt immer noch ein bisschen unsicher. Sollen wir nicht zuerst vielleicht doch noch ein bisschen Holz machen? So nochmal so eine kleine Linie, um hier irgendwie Geld reinzuspülen. Ich weiß es nicht. Weil ich sage gern nochmal, ich möchte halt in dem Sinne nicht testen. Weil eigentlich müsste es funktionieren. Die Frage ist, ob uns die Bahnhöfe, die wir jetzt hier setzen, das sind 4 Stück, wir brauchen 2 Brücken wahrscheinlich. Ob uns das nicht das Genick bricht, bevor die Strecke sozusagen anläuft, bevor die Geld verdient. Aber wir können sie natürlich Step by Step machen. Wisst ihr was, wir machen das so. Wir machen erstmal von hier nach hier eine Zuglinie. Und dann setzen wir einen Zug drauf. Machen eine Linie, lassen den fahren. Danach werden wir das verlängern nach hier und dann nach da oben. Weil dann verdienen wir, während wir zum Beispiel hier von hier nach da oben bauen, bereits Geld mit der Strecke, die hier verläuft. Ja, das ist eigentlich eine Idee. Also, dann würde ich sagen, Halleluja, wir bauen den ersten Bahnhof. Und zwar ein Cargo-Teil. Ein Kopfbahnhof könnte man hier machen. Der wird jetzt natürlich nicht wahnsinnig lang. Es wird nicht wahnsinnig viele Gleise geben, weil der soll sich ja rechnen. Wenn ich dich hier hinmache,
Ja, da hängen wir dran an dem Teil. Sehr schön. Das würde ich glaube mal machen. Jetzt müssen wir aber auch wegen den Höhenunterschieden und gucken, wegen der Ausrichtung. Ja, hier wäre ein bisschen näher. Moment, ich gucke mal, wo wir den noch an der Angel haben. So hätten wir ihn, glaube ich. Dockt das hier auch an? Ja, es muss ja andocken, sonst würde das dort nicht angezeigt werden. Von wegen, dass das dranhängt. Moment. Ja, Frickel, Frickel, wir haben es gleich. Kann ich das auch hier irgendwie? Nee, das geht nur hier. So hängt es eben nicht dran. So hängt es dran. Zack, gebastelt. Passt. Wir brauchen hier oben Bahnhof. Da brauchen wir... Ja, im Prinzip ist es eine Linie. Das heißt, wir brauchen nur ein Gleis. Wenn ich dich hier hinsetze, dann funktioniert das Ganze nicht. Hier wird es funktionieren. Wir machen mal logischerweise nicht einen Kopfbahnhof, sondern das Ganze so. Wenn wir dich so hier hinstellen, du müsstest dann nach kleinen Leinungen. Ja, wir können es sogar ein bisschen krumm machen, das Ganze. Nee, können wir nicht. Da dockt es nicht an. Aber hier dockt es an. Machen wir dich so. Okay, kostet uns 200.000. Ich weiß, das ist Geld. Wir haben auch noch kein Depot. Wir haben auch noch keine Gleise. Und wir haben das Jahr 1965. Ist ein Güterzug, ich denke. Ja, machen wir mal 160er Gleis. Das ist ein bisschen teurer, das weiß ich. Aber es kann nicht schaden, wenn wir hier so bauen, dass wir später vielleicht noch einen stärkeren Zug haben. Jetzt muss ich aber auch gucken. Ich möchte natürlich jetzt den nicht ins Gehege kommen. Sprich... Ja, hier ist keine Linie von uns. Das heißt, hier können wir einen Bahnübergang machen. Das Ganze machen wir natürlich zu Beginn eingleisig. Das ist auch klar, weil es soll nicht viel Geld kosten. Ausrichtung ist in Ordnung. Ich baue in ganz kleinen Schritten, wie man sieht. Und wir haben das Glück, große Erdarbeiten müssen sie offensichtlich nicht machen. So, dann hier rein. Und deswegen kostet es eben auch nicht die Welt. Ja, ist jetzt hier nochmal ein Schlenker. Würde ich so lassen. Sonst müssen wir hier nochmal abreißen. Wobei, die Gleise geben ja auch wieder Geld. Ja, ja, da gibt es eine Rückerstattung. Da machen wir das Schlenker frei. Zumindest halbwegs Schlenker frei. Ja, 300 brauchen wir gar nicht. Okay, jetzt habe ich aber doch die zu schnellen Gleise genommen. Bei 300 bräuchte man nicht. Da hätten die auch gereicht. Aber okay, dann haben wir das jetzt mal gemacht. Ich glaube, Kostengleise, Unterhalt, ich glaube nicht in dem Sinne. Aber der Bau war natürlich teurer, wie wenn wir jetzt die anderen Gleise genommen hätten. Ist jetzt aber kein Drama, ist ja keine ewig lange Strecke. Wir brauchen eine Linie und dann brauchen wir ein Depot. Und da müssen wir gucken, dass wir mit dem Depot... Ja, wobei eben, es ist nur eine Linie. Ich überlege jetzt die ganze Zeit schon, dass wir noch andere Linien haben. Das haben wir hier nicht. Sonst hätten wir das Depot halt schon irgendwie so platzieren müssen, dass wir dann überall reinkommen. Nicht hier ein Depot haben, da oben ein Depot haben. Das wäre zu teuer, das ist klar. Gut, hätten wir. Zug. Rohöl. Öl und dann aber... Ja, machen wir... Sollen wir tatsächlich reinschreiben? Zug? Moment, ich versuche gerade verzweifelt. Ein Ö. Jetzt. Okay, bei der Tastatur. Wir haben in dem Sinn kein großes Ö auf der Tastatur. Rohöl, Öl. Ich schreibe jetzt echt mal Zug hin, damit wir es wissen. Und zwar... Soll ich die Gegend noch? Klein... Leinungen. Klein... Ich weiß gar nicht, ob das hingeht. Lei... Wo haben wir es denn? Da oben. Lein... Ungen. Okay. Müsste passen. Kleinleinungen. Passt. Gut. Depot. Ist eigentlich egal, wo wir es hinsetzen. Aber am ehesten passt es vielleicht doch hier oben hin. So ein kleines, was nicht allzu teuer ist. Wir gucken mal, was wir im Angebot haben. 23, 19. Ja, die sind sicher teurer. Das kostet halt am wenigsten. Das Problem ist hier ein bisschen... Ja, A sieht es natürlich nicht wirklich gut aus und ich möchte hier ja nicht zumachen. Wir müssen hier dann noch weiter in die Stadt rein. Hier unten könnte man... Nee, das ist ein Kopfbahnhof, da kriege ich das auch nicht hin. Ich weiß, wir könnten es natürlich einfach neben das Gleis setzen. Also man kann hier zum Beispiel eine Weiche machen, dann das Ding hinsetzen. Es sieht halt überhaupt nicht aus. Das hier kostet... Ja, das kostet 10.000 mehr. Lasst uns das benutzen. Ganz einfach, damit wir fürs Auge halt vielleicht doch auch ein bisschen was haben. Jetzt... Ja, wir müssen erstmal nach da unten hin. Wir machen es trotzdem hier in die Richtung. Vielleicht sogar hier. Das ist doch schön. Also ein bisschen wenigstens, ein bisschen schön muss es ja auch sein. Aber vor allem, es kann ja auch wirtschaftlich sein und trotzdem gut aussehen. Das ist ja nicht verboten. So, wir machen aber nur ein Gleis. Weil das zweite brauchen wir nun tatsächlich im Moment nicht. Und wir brauchen hier auch nicht ein Signal. Da kriegen wir eh schon Lokomotiven.
2,7 Millionen. Das wäre natürlich zum Beispiel eh gerade ein Kandidat, den wir eventuell gebrauchen könnten. Jetzt sollen wir gucken mal. Bevor wir gucken, mache ich einmal mehr die Sicherheitsspeicherung. Weil das bringt es dann nicht, wenn das wieder weg ist. So viel haben wir noch nicht gemacht, ist klar, aber ist trotzdem schade. Wir haben dort hinten noch weitere LKW-Linien zusammengebaut. Und nachher werden wir natürlich gucken, wie es aussieht mit den LKW-Linien. Das werden wir auch noch machen. Jetzt gibt es aber erstmal den ersten Zug. Kostengünstig und effizient. Vielleicht sogar ein Diesel. 80 km/h. Nicht wirklich Power. Irgendwie sowas. 3 Millionen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich bald den ersten Kredit aufnehmen müssen. Wir müssen natürlich daran denken, dass der nicht nur von hier nach hier fährt. Also sobald die Strecke fertig ist, fährt er noch nach hier vorn. Fährt hier über eine Brücke hier rauf, holt hier Rohöl, düst wieder zurück. Also das müssen wir halt auch bedenken. Die Frage ist halt, ob wir nicht bestehendes Gleis dann nutzen sollen. Dann ist ein bisschen das Problem, dass wir doch den ganzen Weg zurück dann nichts dabei haben. Aber wir hätten jetzt auf dem Hinweg nach hier oben immer was dabei. Nee, von hier nach hier auch nicht. Nee, das stimmt ja nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Wir nehmen ja hier oben Rohöl mit. Das heißt, den ganzen Weg, den wir hier zurückfahren, den sind wir dann doch beladen. Nee, das hat schon seine Richtigkeit. Gut, also, wenn wir das mitbedenken, dann ist jetzt die Frage, was wir hier raufsetzen. Das darf ein bisschen was kosten, aber nicht gerade 6 Millionen. Hier sind wir bei 100 km/h, bei 810 Kilowatt an Leistung, bei einer 3 Millionen Lok. Ich denke, sowas muss es halt schon sein. Bei so einem Teil kostet gleich wieder 6 Millionen. Ja, wir machen mal, zack, so ein Teil hier hin. Dann brauchen wir Wagen. Die müssen, ja, im Prinzip im Endeffekt müssen die gar nichts anderes als Öl transportieren. Das sehe ich soweit richtig. Öl und Treibstoff. Ja, das ist komplett richtig sogar. Gut, gehen wir wieder rein. Jetzt meine Lok wieder weg. Na, Halleluja. Naja, die finden wir schnell wieder. Die hier war's. Zufügen, Cargo. Dann hätten wir hier Wagen. 800.000 pro Stück. 800.000. Gibt es das günstiger mit Sicherheit? Hier nicht unbedingt. Wobei aber jetzt hier wirklich günstig fahren müssen. Unbedingt. Hier 500.000. Kapazität 12. Wir haben alles, was wir brauchen. Bei 80 km/h. Die Lok macht 100. Das ist mir klar. Hier wird es dann zu langsam und zu wenig kapazitätig. Ich denke, die wären gar nicht so verkehrt. Mit 500.000 können wir die auch bezahlen. 12 Einheiten. Ich würde mal 3 Stück machen. 36. Wir können jederzeit aufrüsten. Wir können auch jederzeit natürlich da welche wegnehmen. Ist auch klar. Haben wir denn das Geld? 4,6? Das haben wir. Zack, wir können den ersten Zug sogar kaufen, ohne dass wir Schulden machen. Halleluja. So, und jetzt werden wir das natürlich genießen. Unser erster Zug auf der Anlage. Bei Stufe schwer im wirtschaftlichen Bereich. Ich hoffe, du verdienst dein Geld, Kollege, weil sonst ist dann relativ schnell Feierabend wieder. Aber ich bin guter Dinge, dass der Geld verdient, weil hier haben sie die Nachfrage tatsächlich nach Rohöl. Ne, nicht nach Rohöl, nach normalem Öl. Und hier, zack, haben wir das Rohöl, das wird von da oben. Ne, jetzt bin ich so aufgeregt wegen dem ersten Zug. Ganz ruhig, Heisi. Wir haben von da oben das Rohöl, das kommt hier runter, hier wird daraus Öl gemacht, das kommt hier hin, dann gibt es hier Treibstoff draus. Und der Treibstoff, der geht dann nach Kleinleinungen. Das würde ich sogar fast schon mal in Angriff nehmen. Aber nee, wisst ihr was? Also, sag mal, wir steigen natürlich noch kurz ein. Wenn wir schon einen Zug haben, dann wollen wir natürlich auch mitfahren. Wir haben keine Kamera. Also wir haben natürlich eine Kamera, aber keine, die wir hin und her schalten können. Deswegen setzen wir uns so mal hier hin. Wir drehen uns mit Freude. Wir haben Wagen hinten dran. So, wie gesagt, wenn der Zug jetzt natürlich noch ein bisschen Geld bringt, dann ist der Heisi mehr als zufrieden. Hallöchen, Privatverkehr. Ewig lang ist die Strecke nicht, ein paar Meter sind. Aber die Strecke wird natürlich relativ lang dadurch, wenn wir sie verlängern, in die Stadt rein und hinten zum Rohöl rauf. Also das ist auch gut möglich, dass wir hier relativ zügig dann einen weiteren Zug installieren oder sonst zumindest dem hier, ihm hier, weitere Wagen spendieren. Aber das ist natürlich Gegenstand weiterer Beobachtungen. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Es wird funktionieren. Ich bin da wirklich guter Dinge. So. Die erste Ankunft hier. Liegt da schon was rum? Jawohl, guck mal. Hier stehen schon die Fässer rum. Sehr schön. Jawohl, die kannst du gleich mal einladen. Das macht er natürlich mit Freude. Jawohl, und zwar alle drin. Und zwar 19 Fässer von 24. Ein paar mehr könnten wir trotzdem noch einladen.
während dort hinten die LKWs rumdüsen, saubere Geschichte. So, jetzt werden wir aber auch schauen, was er dafür kriegt an Geld. Da bin ich dann eben auch gespannt. Und hier oben? Sieht es eigentlich okay aus? Ja. Das sind vielleicht sogar mittlerweile zu viele LKWs. Hast du was dabei? Jo. Moment, wir machen schnell Pause. Ich schmeiß mal einen raus. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, ist klar. Aber das müssen wir halt auch Step by Step betrachten. Gut, einen weg. Den Zug haben wir. Der ist unterwegs. Von hier hinten. Da fährt er da hoch. Und jetzt gibt es natürlich dann die Strecke von hier nach da, nach Kleinung. Da können wir schnell gucken. Wo möchten die Kleinungner? Kann man diesen so sagen? Kleinleinungner. Jetzt haben wir es. Wo möchtet ihr den Treibstoff haben? Hier. Würde heißen, Güterbahnhof wahrscheinlich hier unten. Dann können wir uns nämlich schenken, dass wir noch LKWs brauchen, die hier in die Stadt rein müssen. Wir können ja mal schnell gucken. Gebäude, Güterbahnhof, Kopfbahnhof, ja, ja, warum nicht? Und zwar in der Länge. Eine Straße können wir dann noch hinmachen. Wobei Kopfbahnhof ist Käse, weil wir müssen ja durchfahren. Das heißt, wir müssen das so machen. Und den so hier hinsetzen, dann sollten wir eigentlich... Ja, ich gucke mal schnell hier unten. Dann sollten wir hier eigentlich alles an der Angel haben, wenn ich dich hier hinsetze. Ja, doch, doch, würde auch funktionieren. Und hier oben? Nicht Gebäude entfernen, das ist uns zu teuer. Wenn du hier hinkommst, dann haben wir nur den Bereich dort. Okay, dann setzen wir dich so hier hin, wie ich es wollte. Das mache ich jetzt auch gleich mal. Die Straße kommt gleich. Ja, ein bisschen weiter runter. Oh, das ist ja ein bisschen tricky. Moment, machen wir es so. Dann sind wir halt zu weit weg. Sonst müssen wir halt doch noch einen LKW nehmen. Das ist ja auch nicht verboten. Ich mache dich mal so hier hin. Zack, dann können wir mit einer Kurve rein. Ich mache ganz schnell die Straße hin. Hier machen wir mal zu, damit wir wieder ein ordentliches Grün haben. Städtisch. Ja, irgendwie so eine. Da brauchen wir keine allzu schnelle Straße. Weil das müssen wir alles bezahlen. Nein, nicht Gebäude abreißen, weil auch das müssen wir bezahlen. Ja, geh mal da rein, da kostet es 3000. Wenn wir jetzt gucken. Ja, so wahnsinnig viel von dem Teil decken wir hier nicht ab. Hilft's, wenn wir die Straße verlängern? Wenn wir dich hier raufziehen und da rein. Ja, guck mal, jetzt haben wir den ganzen Bereich hier. Wenn wir jetzt nochmal schnell schauen. Ja, das passt. Da brauchen wir keine LKWs, das funktioniert. Was wir aber brauchen, das sind natürlich dann Gleise, die hier reingehen. Jetzt wollte ich hier schnell gucken, bist du schon wieder unterwegs zurück? Wo ist mein Zug? Mein Zug ist weg. Wo ist er denn? Hä? Was? Hä? Gibt's doch nicht. Wo ist mein Zug hin? Ah, hier unten. Der ist tatsächlich schon wieder ganz zurückgefahren. Der ist ja noch im Minus. Jetzt hat er aber hier auch ein bisschen mehr an Öl gekriegt. Das heißt, jetzt müssen wir nochmal schnell gucken. Ich stelle mal schneller. Mache ich ungern, das wisst ihr, weil ich tiefliegende Züge nicht mag. Aber der Punkt ist, wir wollen jetzt schnell sehen, was wir hier für ein Ergebnis rauskriegen. So, langsamer stellen. Und, was meinst du, was spuckst du aus? 130.000. Wir sind aber immer noch im Minus. Okay. Düsen wir zurück. Was liegt hier rum? 11. Das ist zu wenig. Also zumindest im Moment ist das zu wenig. Da muss mehr gehen. Wie sieht es hier oben aus? 16 Einheiten. Haben wir hier noch die Möglichkeit, Rohöl von woanders zu kriegen? Achso, ja, kriegen wir ja automatisch dann, wenn wir hier oben angekommen sind. Ja, aber eben, jetzt werden wir das natürlich dahin verlängern. Vielleicht ist der Bereich aber noch zu wenig, um Geld zu verdienen. Wenn wir da hochgehen, dann wird das schon funktionieren. Jetzt müssen wir aber nochmal schnell schauen. Wie sieht es hier aus? Ganz rauf. Wir haben genau noch eine Linie, die Minus macht. Guck mal einer an. Und das ist genau die neue Zuglinie. Die darf natürlich im Moment auch noch Minus machen. Ansonsten, das läuft. Das läuft tatsächlich. Gut, dann würde ich sagen, wir verbinden mal die Gleise noch, wenn wir sie schon haben. Aber jetzt werden wir die alten Gleise nehmen und nicht mehr diese 300 km/h Gleise, weil die brauchen wir beim besten Willen nicht. Wo müssen wir denn lang? Irgendwie so. So, hier runter. Hier der Bahnübergang, den nehmen wir mit. 60.000, gebonkt, dankeschön. Braucht die Linie. Und dann kannst du hier nämlich schon weiter düsen. Am einfachsten, wenn ich den Zug hier erwische. Zack, Linie von
Holzmühl fährt er nach Kleinlungen. Und von Kleinlungen ist eigentlich genau falsch rum. Sondern nachher nach da hinten. Das mag ich nicht, wenn das so rum ist. Eigentlich soll das Ganze hier beginnen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich könnte es natürlich nochmal kurz kappen. Dazu mache ich aber Pause. Also wir machen die Linie schnell neu. Haltestelle hinzufügen. Beginn tut das hier. Ist das der Bahnhof? Nein, das ist schon mal falsch. Okay, Beginn tut das hier. Dann geht das nach hier oben. Und dann geht das hier hin. Und nachher geht es nach da oben. Jetzt im Moment geht es dann einfach wieder normal zurück. Da haben wir aber eine Leerfahrt hier. Das ist ganz klar. Die werden wir eben kompensieren oder ja, besiegen die Leerfahrt, indem wir von da oben das Rohöl holen. Gut, da können wir auf Play gehen. Fehlermeldung sollten wir keine haben. So, jetzt ist halt die Frage dann, was kriegen wir hier oder wie schnell kriegen wir hier tatsächlich dann den Treibstoff raus, der dann nach da hinten muss. Ja, werden wir sehen. Gut, liebe Freunde. Danke euch fürs Zusehen. Wir sind auf einem guten Weg, kann ich einmal wirklich sagen. Einmal mehr. Man sieht, wir haben zwar überall Minus bei den Jahresabrechnungen, das ist aber klar, weil wir haben investiert, wir haben einen ganzen Zug gekauft. Ausschlaggebend, das Wichtige ist hier, würde ich sagen, dass wir hier beim Ertrag nicht allzu viel Minus haben. Er hier macht jetzt tatsächlich immer noch Minus, das sieht man. Das sollte sich aber ändern, sobald er hier, man sieht es, genau, Treibstoff kriegt. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Weitergebastelt wird dann morgen zur selben Zeit. Hier auf demselben Kanal. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich morgen. Macht's gut. Ah, endlich ein Zug. Jawohl. Tschüss, bis dann. Bye, bye.